Heute herrscht eine besondere Morgenstimmung im Bayerischen Eisenbahnmuseum. In etwa 2 Stunden beginnen die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum. Viele Dampfloks sind schon unter Dampf und starten in uns eine etwas wehmütige Stimmung. Die große Zeit der Dampflokomotiven ist vorbei. Mehr als 100 Jahre haben sie gute Dienste geleistet. Das Bayerische Eisenbahnmuseum ist noch ein lebendiges Museum und sollte uns als technisches Denkmal erhalten bleiben. Wir wünschen dem Geburtstagskind allzeit gute Fahrt. Es dampft wieder im Bayerischen Eisenbahnmuseum. Wir starten unseren Film mit der von uns favorisierten ehemaligen bayerischen Länderbahnlokomotive S3-6. Vom 30. Mai bis 2. Juni erwartet uns ein spektakuläres Eisenbahnfest im ehemaligen Bahnbetriebswerk und im Bahnhof Nördlingen und auf den Bahnstrecken im Nördlinger Ries. Etwa 150 Jahre lang dauerte das Dampflokzeitalter in Europa. In den meisten europäischen Ländern endete der Dampfbetrieb in den 1970er Jahren. Die S36 gehört zu den sparsamen Dampflokomotiven, doch generell ist der Wirkungsgrad für Dampfloks bis 10% sehr gering. Deshalb gab es schon 1908 Überlegungen, die Lokomotiven mit elektrischer Energie zu betreiben. Heute haben wir eine Rarität auf der Drehscheibe, die S3-6. Sie gehört seit 1993 zum Fahrzeugpark des Museums. Überall, wo sie auftaucht, ist sie ein Anziehungspunkt für uns Eisenbahnfreunde. Eisenbahngeschichtlich gehört sie wohl zu den wertvollsten Exponaten des Museums. 11 fahrtüchtige Dampflokomotiven besitzt das Museum, die größte Sammlung dieser Art in Deutschland. Der Einsatz der 11 Lokomotiven mit täglich mehreren Sonderfahrten ist es uns nicht möglich, alles mit unseren Kameras einzufangen. Wir haben die Fahrpläne eingehend studiert und haben uns entschlossen, 6 Lokomotiven auf ihrer Fahrt zu begleiten und davon 6 Kurzfilme a 12 bis 15 Minuten zu erstellen. Im ersten Teil ist dies die Schnellzuglok S3-6. Sie zieht einen Schnellzug von Wassertrüdingen nach Nördlingen. Im zweiten Teil begleiten wir die Güterzuglok 52-81-68. Die Schnellzuglok 01-20-66 kommt im Teil 3 zum Einsatz. Der Klinkerzug wird von der Güterzuglok 50-00-72 im Teil 4 gezogen. Im Teil 5 ist die Güterzuglok 44-25-46 der Star auf der Schiene. Und zum Schluss treffen wir im Teil 6 die Schnellzuglok 01-180 mit Schnellzugwagen auf der Strecke. Doch bevor wir mit der S3-6 auf Strecke gehen, müssen wir zuerst zum Kohle fassen
und begeben uns gemeinsam zum Kohlebansen. Die komplette Infrastruktur besitzt das Eisenbahnmuseum für seine Dampflokomotiven. Für die Bekohlung der Maschinen steht ein Bekohlungskran des Typs EDK 6A zur Verfügung. Er hat eine Ausladung von 10,5 bis 12,5 Meter und kann Lasten bis zu 4 Tonnen bis zu einer Höhe von 10 Meter bewegen. Unüberhörbar ist sein dieselelektrischer Antrieb. Ausgestattet ist der Kran mit einem elektrisch bedienbaren Kohlegreifer des Typs Ulmok. 7,5 Tonnen Kohlen und 26 Kubikmeter Wasser passen in den Tender. Mit diesen Vorräten hat die Lok ein Gesamtgewicht von 140 Tonnen. Für heute wurde genügend Kohle gebunkert. Bis zur Abfahrt bleibt dem Lokpersonal noch etwas Zeit. Wir ändern unseren Filmstandpunkt zum Bahnhof in Wassertrüdingen. Das Empfangsgebäude ist heute in privater Hand. Seit 2004 wird sogar wieder Güterverkehr auf der ansonsten nur museal genutzten Bahn durchgeführt. Nach Ankunft des Dampfsonderzuges muss die S3-6 umgesetzt werden. Die Fahrt von Nördlingen nach Wassertrüdingen erfolgt mit dem Tendler voraus. Wir haben uns vorgenommen, diese imposante Maschine auf der Strecke nur mit der Rauchkammer voraus zu filmen. Zehn Minuten später geht es auf der 26 Kilometer Strecke über Ahausen, Oettingen, Dürenzimmern zurück nach Nördlingen. Bei etwa Kilometer 12 ist Schritttempo angesagt. Im Hintergrund sehen wir die Ortschaft Heinsfahrt. Hier befindet sich ein unbeschrankter Bahnübergang. Der Zug besteht aus einem vierachsigen Gepäckwagen,
sowie aus drei typischen Eilzugwagen der 1930er Jahre. Markant sind die beiden Einstiegstüren. Im Schritttempo geht es weiter, denn in etwa 250 Metern ist der Streckenwärterposten Nummer 8. Hier gab es einmal einen beschrankten Bahnübergang, der aber nicht mehr funktionsfähig ist. Bevor der Zug die Straße überqueren darf, muss der Zugführer mit einer roten Flagge die Straße absperren. Nach dem Streckenposten 8, kurz vor Oettingen, überquert die Bahnstrecke die Wörnitz. Nach etwa 30 Minuten Fahrzeit erreichen wir die Bahnhofseinfahrt von Nördlingen und somit auch das Ende unseres Filmes über die Dampflokomotive S3-6.